Hallo und herzlich willkommen zurück zu Immortals Phoenix Rising. Ja, wir stehen jetzt immer noch da, wo wir aufgehört haben. Ich schaue jetzt mal eben, wir müssen in die Richtung gehen, so wie es aussieht. Aber das ist jetzt wieder zu, müssen wir da nochmal durch. Ich glaube, wir müssen dann außen rum, oder? Weil wir sollen ja jetzt die Sache beim, also das Rätsel beim Observatorium machen. Das ist auf jeden Fall in der Richtung. Das sieht mir doch sehr nach einem Observatorium aus. Die Frage ist jetzt, doch hier unten ist Rasen, da kann ich rum. Die Frage ist nur, komme ich da hoch? Oder ist dann meine Ausdauer zu Ende? Das kann natürlich auch schnell passieren. Observatorium, perfekt. So, die Frage ist jetzt, wir müssen hier hoch, nehme ich an. So. Okay, kann man die kaputt machen? Kann man kaputt machen, ist aber nichts drin, so wie es aussieht. Na gut, ich höre ja immer wieder Gegner. Hier sind auch noch die zwei Truhen. Ich würde ehrlich gesagt gerne... Wo kommst du denn jetzt her? Hast du mich gesehen? Anscheinend ja, aber wie kann ich jetzt gegen dich kämpfen? Komm mal runter. Das ist ja ätzend. Muss ich die jetzt alle abschießen hier, oder was? Na toll. Also, ich denke mal, dass ich da hochklettern soll. Nein! Was macht die denn? Och, sie doof. Soll ich da runterspringen? Bleib stehen. So. Ach, das war jetzt... War jetzt richtig doof hier. So, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen. Ist das schon wieder eine? Och, die gehen mir auf den Sack. Mann, die gehen mir auf den Sack. Ich will erstmal hier hoch. Ich will da noch gar nichts machen. So. Ja, geh hoch. Los. So, das sieht aber trotzdem immer so aus, als ob man das irgendwie kaputt machen kann. Aber das Gold kann ich ja anscheinend nicht kaputt machen. So, jetzt ist die Frage, die Truhe, ist die jetzt da drin? Ich probiere das nochmal. Ah! Okay. Manchmal kann ich es nicht kaputt machen, hier kann ich es kaputt machen. Ja, perfekt. Gut. Da ist irgendwas mit Feuer. Muss durch das... Aber die glüht ja. Also da kann es eigentlich jetzt nicht dran... Da unten ist auf jeden Fall die... Truhe. Das Rote muss ich wegbekommen. Ich weiß nicht, ob ich da durchschießen kann. Aber wenn ja, was bringt mir das? Kann ich da eigentlich durchschießen? Nee, da kann ich nicht durchschießen. Okay. Okay, ist das vielleicht ein anderes Rätsel? Ich weiß es nicht. Das sah jetzt gerade so... Die ist jetzt entzündet. Nee, das ist das Rätsel. Ah, cool. Okay, ich dachte jetzt, weil da noch eine Truhe ist. Aber das ist geil. Helm des Soldatenmuts. Okay, da schauen wir doch mal kurz nach, was der kann. Ist der hier, ne? 10% mehr Schaden mit dem Schwert. Ja. Die Axt benutze ich eigentlich häufiger. Also lasse ich mal den für die Axt drin. Aber okay, der ist auch nicht schlecht. Hier war jetzt soweit nichts mehr, ne? Okay, dann können wir mal gucken, bevor wir die Quest jetzt weitermachen, dass wir die Kiste da oben noch kriegen. Unten war gerade irgendwas Blaues. Ich weiß es nicht. Mal habe ich jetzt keine Ausdauer mehr. So schnell. So. Die muss ich nur öffnen, oder wie? Ja, geil. Okay. Ah,
die Brustplatte passend. Die kann gar nichts, ne? Ein Gesundheitsfeld? Ein Ausdauerfeld. Ein Gesundheitsfeld. Wenn ich 4 davon habe, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann würde ich hier 10% weniger Ausdauerverbrauch haben mit der Rüstung. Ich weiß aber nicht, ob ein Ausdauerfeld jetzt so viel ausmacht. Wir können es mal ausprobieren, wenn wir irgendwo nicht hochkommen. Aber zum Kämpfen würde ich doch glatt sagen, lassen wir das. Wieso zeigt er mir das hier eigentlich immer noch an? Das kennen wir doch alles. Das wissen wir doch alles. Haben wir auch alles schon gesehen. Und was ist das? Was kann der Krug eigentlich? Herrscher der Winde. Ja. Ja. Und nu, können wir nichts mit anfangen. Na gut, da unten... Ah, da müssen wir wahrscheinlich dann durch, um zur Quest zu kommen, wenn ich das richtig verstehe. Kann ich hier irgendwo halbwegs gut runter? Ist schon wieder eine neue, oder was? So. Da. Nein, sollte ich festhalten. Aber so geht's auch. Oh, jetzt noch ein Hebel. Als Phönix ihre Reise fortsetzte, fragte sie sich, ob die Sterne eines Tages auch ihre Geschichte erzählen würden. Hermes meint immer, die Sterne erzählen Geschichten. Aber ich verstehe es nicht. Fast, als könnte ich nicht lesen. Warum überrascht mich das nicht? Okay. Kommt die jetzt oder kann ich mich hier drauf konzentrieren? Weil das nervt gerade ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so hinkriege. Okay, gut. Ich habe jetzt gedacht, ich müsste von oben reinschießen, weil ich weiß nämlich nie, ob ich das hingekriegt hätte. Was mache ich jetzt damit? Unten, das sah aus wie so ein Murmelspiel. Tue ich das mal dahin? Dann muss ich das hier wohl lösen, um an das fehlende Flügelstück zu kommen. Du kannst die Sterne nicht lösen. Die Sterne lösen dich. Zumindest hat mir das eine Seherin namens Clea mal erzählt. Ich verrate dir nicht, was danach geschah, aber die Sterne leuchteten hell. Sie klaute dein Geld. Das hat sie, ja. Aber dafür verwandelte ich sie in eine Beere. Alles in allem ein guter Abend. Okay, also wir brauchen noch 3. Ich kann jetzt gar nicht auf den Witz achten hier gerade. Wir brauchen noch 3 von den Dingern. Das lag zufälligerweise richtig. Ich habe es jetzt gerade mal ausprobiert, ob es nur da jetzt geleuchtet hat. Moment, das ist nur ein Stein. Können wir den auch nehmen? Können wir den dafür benutzen? Das ist die Frage. Nee, offensichtlich nicht. Dann brauchen wir den wohl für irgendwas anderes. Aber ich glaube nicht, dass wir das hier jetzt zerschlagen können oder so. Nee. Okay, da ist nochmal ein großer Felsen. Muss ich denn hier vielleicht rumlaufen und irgendwelche anderen Sachen noch lösen? Da ist noch eine Perle drin. Hier kommt noch was schlagen. Die Wand ist brüchig. Ob es einen Weg gibt, sie zu durchbrechen? Nee, Mädel, den haben wir schon gefunden, den Weg. Die Frage ist jetzt, können wir dich jetzt... Nee, kann er den nicht... Wir müssen den noch ziehen können. Ja, die können wir ziehen. Aber ich will eigentlich das untere ziehen. Kann man das denn irgendwie anderweitig öffnen? Ich kann auch nicht das untere anwählen. Ich kann nur den anwählen. Oder kann... Moment. Oder kann ich den oben rüber machen? Nee, ich kann den nur... hin und her bewegen. Oh, das verbraucht doch Ausdauer, sich gerade. Hilfe. Okay. Ist mal denn hier irgendwas? Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Oh, hier ist noch was zum Einsammeln. Hier ist überall Feuer, das ist ja auch alles schön und gut. Hier sind Steine. Das
Das ist auch alles schön und gut. Obendrauf, das mit dem Pfeil habe ich schon gemacht. Kann man hier eigentlich irgendwas machen? Nee, ne? Ich dachte, vielleicht kann man das schließen oder so. Ich wüsste jetzt gerade auch nicht. Also ich würde sagen, das hat irgendwas mit dem da drüber zu tun. Aber ich kann das Ding auch nicht heben. Das ist mein Problem. Aber da oben ist auch zu, ne? Das kann es eigentlich auch nicht sein. Kaputt machen kann ich den bestimmt auch nicht, ne? Aber warum kann ich den nicht schieben? Das. Ach, Moment. Ach, ich kann. Nein! Oh. Ach, nee, komm. So einfach, dass ich nicht drauf gekommen bin. Das ist wieder typisch. Also, man darf mir keine einfachen. Oh, Moment, jetzt gehe ich zu ihr runter. Man darf mir keine einfachen Rätsel vorsetzen, dann bin ich total, ja, total verlassen, wie man sieht. Nur die schwierigen, die kriege ich eigentlich ganz gut hin. Oh Gott, okay. Passt das? So, perfekt. Da oben ist auch noch eine coole. Dann gehen wir da nochmal hin. Moment. Können wir da irgendwie... Zwei Kugeln sind da sogar. Können wir da anders rein? Anscheinend nicht. Muss ich anscheinend irgendwas durchschießen? Oder muss ich irgendwas... Nee, oben kann ja nicht sein, oder? Oben waren wir doch. Ich könnte die rollen, aber... Da kann ich was machen, aber bestimmt nicht von hier aus. Nee. Nein. Kann ich, aber hier kann ich durchschießen. Aber bringt mir das was? Eigentlich nicht, ne? Die Kugel kriege ich auch so, denke ich mal, nicht raus. Ne, die ist zu groß. Hm. Aber das war ja hier, wo ich hochgeklettert bin, ne? Genau. Das heißt, da oben ist definitiv auch nichts. Die Frage ist, ist da unten oder ist auch noch was zum Sammeln, sehe ich gerade. Die Frage ist, ist jetzt irgendwie da unten irgendwas, was ich machen muss? Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Hm. Hol mal eben das Teil hier. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es ist oder wofür es ist. Es kann sein, dass man damit bezahlen muss oder so. Moment, kann man... Ach, ich bin direkt hochgeklettert, ne? Da oben kann man noch rein... Ah, nee, da oben, das ist das, was wir gemacht haben. Da konnten wir ja sonst auch nichts anderes mehr machen. Hm. Puh. Bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, was ich jetzt machen soll? Weil da ist ja nichts. Also da ist ja nur die Tür, die Kugeln sind da. Ja, ist ja alles schön und gut. Aber die bekommt man... Ach, Moment. Kann man da irgendwas... Kann ich da... Doch, ich kann da hochgehen, oder? Ja, geh hoch. Oh nein. Die ist nicht brüchig, oder wie? Oh, das ist ein Scherz, oder? Die muss ich auf jeden Fall kaputt kriegen. Ach so, Moment. Oder kann ich die vielleicht mit den Steinen kaputt machen? Ich denke mal, das hat das jetzt aktiviert. Ich habe hier doch irgendwo Steine gehabt. Da lagen die unten. Da unten, genau. So ein großer, dicker Stein. Der muss da doch eigentlich durchkommen, oder? Müssen wir mal gucken. Also, wenn die ein bisschen kaputt sind, dann kriegen wir die ja mit der Axt durch. Also müsste das doch normalerweise auch gehen, dass wenn ich das Ding hier mitnehme, also diesen Stein, ja, dass das dann ausreicht. Komme ich hier durch? Hilfe! Kann ich überhaupt da hoch? Ich weiß es nicht. Doch, kann ich.
Okay. Macht aber nicht genug Schaden. Och Mann. Ist das euer Ernst? Ich meine, klar, die Axt macht eigentlich mehr Schaden, aber... Da ist alles zu? Jetzt verbringen wir so lange mit dem Rätsel. Wenn ich jetzt hier nochmal... Wenn ich jetzt da nochmal den mache, nicht, dass die dann jetzt wieder alle zurückgelegt sind. Das wäre natürlich doof. Können es mal ausprobieren, was dann passiert. Ob dann die Türen irgendwie aufgehen oder so. Ach. Okay. Und dann? Okay, der geht hier nicht durch. Ach so. Ah. Ja, komm. Deswegen, ach, ich glaube, ich habe es verstanden. Okay, dann nochmal. Komm. Nein, spring, lauf. Oh. Achso, die muss ich ja noch mitnehmen. Oh. Okay, aber ob ich die zweite... Nee, da drin die Tür ist, glaube ich, zugeblieben, oder? Ich habe es jetzt gerade gar nicht gesehen. Oh. Okay, das haben wir aber schon mal hingekriegt. Das ist schon mal gut. Ja, keine Ahnung, ob die zweite Tür... Muss auf jeden Fall nur noch diese zwei Kugeln hier reinlegen. So. Mal dahin. Aber ich glaube, ich konnte nicht durch die zweite Tür durchlaufen, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee. Ach so, damit kriege ich die dann wieder auf. Oder wie? Okay, also ich denke mal, dass ich vielleicht da außen rum muss. Das probiere ich jetzt nochmal. Naja, aber hier ist auch nichts aufgegangen. Komisch. Nein, ach, geh doch nicht immer da hoch, nur wenn ich im Gucken bin. Also hier ist alles zu von allen Seiten. Das verstehe ich irgendwie nicht. Da lag die Kugel drin, das ist klar. Was ist mit der zweiten? Oder muss ich da den Stein mitnehmen? Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut, jetzt habe ich keinen großen Stein mehr. Lege ich den mal direkt hier vor. Das können wir mal ausprobieren. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das damit... Aber die Steine müssen ja irgendeine Bewandtnis haben, ne? So. Nö. Oh, ups. Also damit hat das auch nichts... Ich weiß auch nicht, was das... Ob die jetzt einfach nur fähig ist hier, die Druckplatte. Ich denke mal, wir müssen irgendetwas machen. Ich krieg das aber auch nicht vernünftig da drauf, ne? Entweder ist es wirklich zu leicht. Aber da müsste es ja runtergehen, wenn ich mit draufstehe, theoretisch. Da oben, denke ich mal, kann man auch nicht kaputt machen. Genauso wie die andere Seite. Irgendwas müssen wir hier vom Mechanismus her machen, dass die Tür mit aufgeht. Schieben oder so kann man das Ding auch nicht, ne? Mit den Platten hat das anscheinend auch nichts zu tun. Vielleicht hätte ich den großen Stein nicht kaputt machen dürfen. Das weiß ich jetzt nicht.
Aber wir haben jetzt auch keinen anderen großen Stein mehr hier, ne? Da haben wir alles... Ja gut, da war die nur drin. Machte das noch? Ah ne, das war das hierfür, glaube ich, ne? Genau. Tja. Fällt da jetzt auf Anhieb auch nichts ein. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier ja, eine halbe Stunde oder so nur in der Gegend rumirre, lasse ich das Band mal, also lasse ich mal die Aufnahme laufen nebenbei und schaue nochmal, ob ich vielleicht irgendwo noch einen Felsen kriege oder irgendwas. Oder ich habe noch was zum Einsammeln hier, sehe ich gerade. Und ja, schneide es dann gleich so zu, also schneide es dann so zusammen, dass ihr seht, was richtig ist. Ich gucke jetzt hier oben noch mal kurz, aber ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Ach, hier kann man hochlaufen. Dann kommt man hier aus. Ist ja lustig. Okay, hätte ich auch ohne zu klettern reinkommen können. Na gut, habe ich nicht gewusst. Aber da war auch nichts drin, ne? Was Großes oder so, was ich mitnehmen könnte? Naja. Ja, ich würde sagen, ich sehe mich jetzt hier nochmal ein bisschen um und schalte euch dann gleich wieder hinzu, wenn ich hoffentlich eine Lösung finde, wie ich das hier unten aufbekomme. Oder vielleicht noch irgendwo einen anderen Felsen oder sowas finde. Vielleicht ein... Wow, das war ein bisschen viel, oder? Vielleicht noch einen großen Felsen finde. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch einen finden werden. Ja, ich sag mal einfach, bis gleich. Ja, also, ich habe mir das jetzt alles nochmal angeguckt. Ich finde absolut nichts, was man, also keinen großen Felsen oder so, den man noch dagegen schleudern könnte. Das Einzige, was ich jetzt am Überlegen bin, ob ich hier nicht vielleicht doch einen Fehler gemacht habe. Ich weiß nicht, weil da ja auch dieser Kreis drumherum ist, ob sich das nicht aktiviert, dass wir dann da die zweite Kugel eventuell rausholen können, wenn wir hier eine reinlegen. Aber ich meine, dass hier am Anfang eine drin gelegen hat und die Tür eben zu gewesen ist. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wenn es nicht klappt, dann werdet ihr diese Texte hier nie hören, weil ich den Teil dann nämlich auch rausschneiden werde. Ich bin aber total verzweifelt. Ich weiß sonst einfach nicht mehr, was ich damit noch machen soll, wenn ich jetzt ehrlich bin. Deswegen, ja... Ich tue das mal hier rein. Nein, ne? Ernsthaft? Oh. Es hat tatsächlich funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich werde wahnsinnig, ganz ehrlich. Ich werde wahnsinnig. Ich bin jetzt hier rumgelaufen wie so eine Blöde die ganze Zeit und habe wirklich nichts gefunden, was logisch ist, ja, da es ja nicht anders offensichtlich machbar war. Oh Gott. Das ist dann wieder so diese Sache mit, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht irgendwie. Ja, okay. Kann ich jetzt hier trotzdem noch durch? Auch wenn ich das jetzt wieder aufhebe? Weil mich verwundert, dass die Tür jetzt hier gar nicht mehr zugeht. Und dass das jetzt so hakt, verwundert mich auch ein bisschen. Aber das kann jetzt daran liegen, dass ich jetzt hier mit der Kugel gerade in der Gegend rumlaufe. Dann haben wir, glaube ich, alle, oder? Ja, geil, dann haben wir alle. Was bist du? Charons Münzen. Okay. Ah, ist das jetzt weg? Willkommen auf der Goldinsel. In Erinnerung an meinen größten Erfolg und meine größte Niederlage. Mögen die Götter mein Opfer annehmen. Möge ich dich wiedersehen. Ikaros. Das sind die Schwingen des Daedalus. Er muss auch alles hier erbaut haben.
die Tempel und so. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so seinen Sohn zu verlieren. Finde den Fremden? Ich habe das Flügelstück und Aiolos Krug aus dem Tartaros. Nun muss ich diesen Fremden beim Observatorium finden. Okay. Was? Ich habe Ikaros nicht getötet, sondern Daedalos Fehlkonstruktion. Und wo ist Daedalos jetzt? Verstehe. Schweigen. Ich bin sicher, Phoenix findet es heraus. Irgendwann. Ja, wir finden alles heraus, natürlich. Aber da stand gerade noch was, bevor ich jetzt hier weitergehe. Dass ich mit den Münzen irgendwas machen kann. Ah! Oder? Moment. Das ist das mit dem Pfeil, das ist klar. Die Sachen sind ja frei. Nee, da kann man aber auch nichts freischalten. Axtkombo. Axtkombo in der Luft, Bogenschüsse. Aber da kann ich auch nichts freischalten. Also scheint doch nichts hiermit zu tun zu haben. Hm. Inventar. Ausdauer, das ist auch alles noch zu hier. Karte ist klar, dann gehe ich wieder zu Fähigkeiten. Hm. Aber ich soll damit doch irgendwie meine göttlichen Kräfte verbessern oder so. Stand doch gerade da eben drin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir gehen, Moment, wo müssen wir jetzt? Wir gehen erstmal zu dem Observatorium auf die Seite. Und doch hier oben, genau. Ah, da hinten steht einer. Stand da eben noch. Ach, der, oder? Da glaubt man doch sicher wieder irgendwas anderes. Ich dachte, du wolltest etwas vorbereiten. Ja, und zwar mich auf deine Rückkehr. Hast du die Flügel? Ja. Bitte. Nicht so gut wie neu, aber was ist das schon? Etwas Neues? Du hast den Krug, oder? Mach dich bereit, ihn zu öffnen. Was ist das? Du schmieriger Dieb! Dachtest du, du könntest entkommen? Du hast dieses Ding da bestohlen? Wie gesagt, ich habe ein Problem. Erbärmlicher Laufbursche! Du verdienst die Krone nicht, die man dir gab. Wir vernichten dich, Typhon! So wie damals! Wir? Es gibt kein Wir. Schon lang nicht mehr. Phoenix! Jetzt! Öffne deine Flügel! Es geht nicht! Jetzt hab ich dich! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Okay. Gut, wir müssen uns in Sicherheit bringen. Wer war dieses Monster? Typhon. Nicht der Typhon. Oh, du hast ja keine Ahnung. Wir müssen zur Halle der Götter. Dort können wir reden. Bereit zum Fliegen? Das waren die Flügel von Daedalus. Der Daedalus, der große Erfinder. Und? Sie haben nicht funktioniert. Sein Sohn ist gestorben. Keine Sorge. Flieg einfach nicht zu nah an Helios ran. Und wenn's Turbulenzen gibt, geh nicht auf die Toilette. Dann schaffst du es problemlos bis auf die Hauptinsel. Nehme ich an. Erst hast du mich beklaut und nun rettest du mich. Wieso? Den Großteil der Prophezeiung dieses Orakels habe ich nicht mitbekommen. Aber wenn der Rest davon stimmt, dann bedeutet kühn in die Höhe, dass nur du, Typhon, daran hindern kannst, die Welt neu zu erschaffen. Wir wissen nicht mal, ob es da um mich geht. Als jemand, der immer zu allen helfen will, solltest du vielleicht hin und wieder Selbsthilfe annehmen.
Wovon redest du denn? Bei den Mäuren. Wie soll dir der geflügelte Bote denn helfen, wenn du ihn nicht lässt? Der geflügelte Bote? Moment mal. Geflügelter Bote? Oh nein! Du bist... Hermes, ich liebe Halbwahrheiten, Streiche und lange Spaziergänge am Strand. Können wir jetzt bitte los? Die anderen Götter brauchen unsere Hilfe. Andere Götter? Soll das heißen, all die Geschichten sind wahr? Irgendwas stimmt nicht mit deinem Gesicht. Dir fällt dauernd die Kinnlade runter. Und jetzt flieg zur Goldinsel. Wir treffen uns in der Halle der Götter. Ich erwarte dich dort. Mit diesen Worten verschwand Hermes. Phönix blickte über das schmale Band der See, hinter dem sich die Berge und Täler der Goldinsel abzeichneten. Der lange und steinige Weg zu ihrem wahren Schicksal lag vor ihr. Warte, das war nur der Prolog? Ich wollte gerade sagen... Wie kann es so lange dauern, eine Geschichte anzufangen? Da war ja Odysseus schneller zu Hause. Sie wird gleich springen. Sei still und hör zu. Ja, ganz richtig liegt er da nicht, weil wir werden jetzt noch nicht springen. Das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Aber ich bin immer noch total fasziniert von dieser Geschichte und von den ganzen Witzen. Ich komme hier gerade nicht so richtig raus. Vor allen Dingen die Flügel sehen jetzt richtig geil aus. Aber die können wir leider erst in der nächsten Folge richtig angucken. Da hinten zur Halle der Götter sollen wir reisen. Ich denke mal, dass wir dann da unten... wenn wir Glück haben, es bis zu der Insel schaffen und dass wir den Rest dann wohl zu Fuß dahin hinter uns bringen müssen. Aber sieht schon sehr geil aus, wenn ich so von hier oben gucke. Ich denke mal, dass man von hier auch einen sehr guten Überblick hat. Ich habe nur ehrlich gesagt vergessen, wie man in diesen Blick reinkommt, wo man mit spielen kann. Da werde ich mich dann in der nächsten Folge nochmal drum kümmern. Beziehungsweise vor der Folge, damit ihr das nicht so mitbekommt, was ich da alles entdeckt habe, weil das ist ja dann doch im Vergleich zu dem, was wir hier alles machen, doch eher langweilig, wenn ich Sachen aufdecke. Ja, ich habe zwar schon im Laufe des Dialoges verstanden, aber der kleine miese Dieb war Hermes. Ja, sehr viele Überraschungen in diesem Spiel, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Bis zur nächsten Folge. Ciao!